Beim Bild des Low-Budget-Voron gab es bisher einige Probleme, die ich jetzt in der Zwischenzeit seit dem letzten Video gelöst habe. Und deswegen fangen wir heute an, endlich das Teil aufzubauen. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de. Und ja, es ist endlich soweit. Heute gibt es Teil 1 des Builds. Es hat lange gebraucht und es gab auch einige Probleme. Angefangen mit dem Rahmen. Ich nehme das Teil mal mit hier hoch. Ist schon ein bisschen schwer. Das ist der aktuelle Stand. Ich habe natürlich noch die Halterung fürs Druckbett. Da gehen wir gleich nochmal Stück für Stück ein, warum der denn momentan aktuell diesen Stand hat. Mit dem bin ich aktuell eigentlich ganz zufrieden. Ich warte nur halt auf Teile. Und das hat bestimmte Gründe. Aber fangen wir erstmal an mit dem Rahmen. Der Rahmen hatte hier unten bei so einem 2040er Profil hier vorne oder irgendwo hier zwischendrin hatte ich ein Problem, das hatte ich zu kurz geschnitten. Das habe ich nicht gemerkt richtig, habe es verbaut und habe mich gewundert, warum der Rahmen sich verzieht. Und es hat sich wirklich komplett auf den ganzen Rahmen ausgewirkt und ich habe den Fehler gesucht und nicht gefunden. Bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich zerlege den ganzen Rahmen nochmal, prüfe nochmal alle Profile, habe dann gesehen, das eine ist deutlich zu kurz, es war, glaube ich, über einen Millimeter zu kurz. Habe mir nochmal ein neues Profil geschnappt, habe das gesägt, eingebaut und seitdem läuft es. Er ist nicht hundertprozentig perfekt, er könnte noch ein bisschen genauer sein vom Rahmen her, von den einzelnen Profilen her, aber ich sag mir mal so, mit dem Stand jetzt bin ich schon ganz zufrieden, da ich vor allen Dingen auch nicht wie im Metallbaubetrieb jetzt wirklich hochpräzises Werkzeug habe, sondern einfach nur eine Kapp- und Gärungssäge mit einem Aluminiumblatt, ist das für mich vollkommen ausreichend. Bis jetzt habe ich noch nicht gemerkt, dass irgendwas nicht passt, von daher bin ich guter Dinge, dass das auch alles werden wird. Das nächste Problem, was ich dann gefunden habe, war erstmal, dass ich die Schrauben finden musste, die ich gesucht habe, die ich gebraucht habe. Also Schrauben und Muttern. Wie jetzt zum Beispiel hier die M5 T-Nuts, die ich unbedingt verwenden wollte, weil die ja auch in dem Ender 4 verbaut waren. Also in den zwei Ender 4s verbaut waren. Da waren aber allerdings M4, M3 und M5 Muttern drin. Das heißt also, ich habe mich erstmal trunken und dürmlich gesucht und jede Schraube extra getestet. Ist das denn jetzt eine M3, eine M4 oder eine M5? Weil die teilweise sich ziemlich ähnlich sehen. Gerade die M4 und die M5. Als ich das dann alles sortiert habe, habe ich dann angefangen, hier wirklich Stück für Stück die einzelnen Bauteile zu montieren. Da ging es dann wirklich rucki-zucki, dass das Ganze dann vorankam. Das war jetzt die letzten 2-3 Tage, wo ich dann wirklich Stück für Stück anbauen konnte, dann nochmal ein paar Bauteile gesucht. Und als ich dann wirklich alles sortiert habe, ging das wirklich ruckzuck. Ihr seht, ich habe auch mittlerweile schon die ersten Linearschienen montiert. Da habe ich jetzt inzwischen die, also das sind die von Fermio Labs, den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Die habe ich natürlich erstmal mit WD-40, na, wo habe ich es hier mit WD-40 erstmal gereinigt, ja, so wie es sich gehört, und habe dann mit einem Spray für Kugellager, mit einem Kugellagerfett auf der Rückseite bin ich reingegangen und habe dann da schön entsprechend über zwei Löcher das ganze Fett verteilt, damit es direkt in den Schlitten reingeht, und habe das dann noch ein bisschen bewegt, damit es sich ordentlich verteilt. Das ist, glaube ich, so an sich eine ganz gute Methode. Die habe ich auch beim Voron und bei den anderen Druckern soweit verwendet. Das klappt eigentlich ganz gut. Die Motoren habe ich soweit getestet. In meinen Tests haben die ganz gut funktioniert. Ich habe jetzt nur am Schluss hier bei einem hier das blaue Kabel nochmal abgerissen. Das ist natürlich ein bisschen dumm. Das heißt, ich muss das am Schluss nochmal neu krimpen. Aber soweit gefällt mir das schon mal ganz gut. Und dann kam das zweite, nämlich die Halterung fürs Druckbett. Das ging relativ schnell. Da war ich ruckzuck fertig. Innerhalb von ein paar Stunden war ich da durch, dass das alles wieder, der ganze Rahmen wieder gestanden hat. Dass die Gantry quasi montiert war, die Gantry-Teile. Und auch die Kugellager und alles drum und dran montiert waren. Und dann bin ich hier zum Druckbett übergegangen, zur Halterung fürs Druckbett. Und da habe ich gleich das nächste Problem gehabt, nämlich, dass ich es geschafft habe. Wie, weiß ich noch nicht ganz genau, aber ich habe es geschafft, in einer von diesen Querstreben dann, die kaputte liegt unten, mit dem Gewindebohrer, mir den Gewindebohrer abzubrechen. Und das ist natürlich schon mal ziemlich bitter. Das hört sich jetzt erstmal so an, boah, voll der Hals. Mode, ja. Aber das Problem war, ich musste mir dann erstmal ein neues Profil schneiden und dann habe ich gleich geguckt, dass ich die dann auch wirklich komplett plan schneide. Die sind wirklich von der Passgenauigkeit her wirklich super, muss ich sagen. Aber es war halt auch nochmal ein Weg drumherum, weil ich musste nochmal extra Gewindeschneider besorgen gehen und musste dann hier nochmal alles neu entsprechend halt sägen und neue Gewinde bohren. Deswegen hat das sich auch nochmal fast um einen Tag verzögert, damit ich überhaupt mal diese Druckbetthalterung hatte. Für die Druckteile
bin ich auch fast verzweifelt. Ihr habt bestimmt mein Video gesehen, wie man den Drucker richtig einstellt. Wenn nicht, packe ich es euch hier oben nochmal in die Ecke. Das hat nämlich einen guten Grund gehabt. Ich wollte auf dem Voron Teile drucken für die hier, weil er mir irgendwann ab einem gewissen Punkt gesagt hat, nö, ich mag nicht mehr. Und dann habe ich gesehen, okay, durch den Umzug scheint wohl das ein oder andere, naja, kaputt gegangen zu sein, beziehungsweise locker geworden zu sein, was ich jetzt langsam aber sicher recht. Und das hat dann dazu geführt, dass der Drucker dann relativ schnell den Geist aufgegeben hat und keine ordentlichen Teile mehr rausgespuckt hat. Da habe ich dann wirklich teilweise, naja, 1 Millimeter breite Löcher in den Druckteilen drin gehabt. Das war nicht mehr wirklich schön und die Form hat auch nicht mehr gepasst. Deswegen, ich habe noch nicht alle Teile fertig zusammen gedruckt, weil ich mit dem Video eigentlich gehofft habe, okay, ich richte das ganze Ding wieder und es funktioniert. Leider aber Pustekuchen, der Voron druckt momentan immer noch nicht richtig. Wer im Discord das Ganze mitverfolgt hat, ich habe da tierische Probleme immer noch damit. Ganz einfach, weil wahrscheinlich der Extruder hinüber ist. Und genau aus diesem Grund drucke ich mir gerade den Afterburner. Ich werde also auf dem 2-4er-Bild, der noch da steht, der noch in Einzelteilen da steht, entsprechend den Pancake-Motor rausnehmen und werde den nutzen, um für den 2-2er erstmal den Afterburner zu bauen und werde mir dann die Ersatzteile entsprechend später bestellen. Dann habe ich gedacht, okay, heute könntest du das Druckbett endlich draufkriegen und könntest das alles montieren und habe hier schön diese Führungsschienen vom Ender 4 genommen und wollte die dann ausprobieren und wollte auch die Kugellager hier reinstecken und habe gemerkt, die Kugellager sind schon viel zu dick und dann ist mir auch aufgefallen, dass diese Führungsschienen hier auch deutlich dicker sind als das, was das Voron-Team empfiehlt. Das, was ich jetzt machen kann, ist zu sagen, okay, ich bestelle mir neue Kugellager für hier rein. Das habe ich schon gemacht, aber diese neuen Kugellager passen natürlich nicht auf die Führungsschienen. Das heißt also, ich könnte jetzt noch hingehen und sagen, okay, ich verwende die Kugellager für ein anderes Bild. Oder ich gehe hin und drucke mir dann entsprechend Bauteile, wo hier dann die Originalkugellager reinpassen, damit ich das dann entsprechend verwenden kann. Das sind die zwei Überlegungen, die ich gerade habe. Ihr merkt schon, das ist schon einiges an Arbeit, wo man dann nochmal die Teile umbauen muss, damit die auch entsprechend auf die Teile vom Ender 4 passen. Und selbst wenn ich die dann umgebaut habe, heißt das nicht, dass wenn ihr sagt, okay, ihr habt einen anderen Drucker, wo ihr das Ganze verwenden wollt, dass das dann auch passiert. Ich werde mir jetzt nochmal, weil ich schon ziemlich viel on top quasi ausgegeben habe zu dem Low-Budget-Projekt, was ich eigentlich, nicht machen wollte. Wir sind jetzt insgesamt, glaube ich, bei 700 Euro. Ich blende den Preis nochmal hier unten ein. Weil ich den Preis nicht unbedingt großartig sprengen möchte, schaue ich nochmal, was die Teile dann hier kosten würden. Und wenn das nicht allzu stark ist von den Kosten her, dass das oben drauf schlägt, dann werden wir nochmal zwei neue Rods bestellen. Ich glaube, das ist die schnellste und die einfachste Lösung, damit wir endlich mal in die Puschen kommen und endlich mal fertig werden mit dem Drucker. Ansonsten muss ich sagen, kann ich bisher eigentlich, soweit es geht, alles verwenden, was ich so hatte. Es gab das ein oder andere Kugellager, was ich nicht mehr verwenden konnte, weil der Innendurchmesser von den Kugellagern ein bisschen zu klein war, weil der auf die M4-Schrauben angepasst war und ich die M5 gebraucht habe. Das sind solche Kleinigkeiten, aber ansonsten funktioniert das eigentlich ganz gut. Auch hier die Schrauben, wie gesagt, mit den M5-T-Nuts, das funktioniert auch ganz gut. Das war halt nur eine Sortierarbeit. Aber ihr seht, es ist noch einiges an Arbeit vorn dran, bis das Teil wirklich steht und funktioniert. Was mich aber gefreut hat, das habe ich eben noch mal gebaut, bevor ich das Video gestartet habe, sind hier unten entsprechend die Elektronikleisten, dass die sich gut verbauen lassen. Die waren vorher, als diese eine Leiste hier vorne entsprechend zu kurz war, haben die auch nicht reingepasst, weder vorne noch hinten. Das passt jetzt wirklich gut, die haben ordentlich Spiel und ich muss die wirklich mit der Schraube festziehen, damit die auch halten. Das ist so, wie es eigentlich sein sollte, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und die zweite werde ich jetzt auch nochmal gleich verbauen und dann sind wir soweit erstmal ready, wenn die nächsten Teile kommen, dass wir das Teil endlich fertig bauen können und rocken können. Und in diesem Sinne, hat euch das Video hoffentlich gefallen? Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Abonniert deswegen den Kanal, aktiviert die Glocke. Vielen lieben Dank auch an meine Patreonen, die das Ganze hier so möglich machen, denn ohne deren Unterstützung könnte ich die ganzen Bauteile hier langsam alle nicht mehr bezahlen. Und von daher, hodl the line, happy printing und ciao.